Ja, hu, hier wieder mein Quali und willkommen zurück bei Blood Bowl und unserer Nerdpool Chaos Squad. Hier oben seht ihr, wir haben beim letzten Mal 1:1 gegen die Middeldorf Smashers gespielt. Und ja, das war jetzt kein Spiel, bei dem wir uns leicht geschlagen hätten. Beanie ist verletzt, auf den können wir im nächsten Spiel nicht zurückgreifen. Bereit zum Match sind wir aber. Es geht gegen die Vampire. Und es wird hart. Wir haben 30.000 extra Gold. Wir werden erstmal wieder zusätzliches Training verteilen. Zusätzliches Training. Wir machen das wieder mit Backfisch. Das hat sich eigentlich bewährt. Geschicklichkeitstraining für Backfisch. Und... ah, diesmal leider nur 4,38%, da werden wir wohl nicht drauf zurückgreifen können. So, nein, zusätzliches Teamtraining wollte ich nicht. Ich wollte... wir brauchen wieder einen Sanitäter, das haben wir gesehen gerade. So, hier einen Sanitäter. Und wir Tränke können wir wieder verteilen. Kaufen wir nochmal einen Geschicklichkeitstrank für... Backfisch und Stärketränke. Diesmal holen wir Stärketränke für Engai und für Umbreon. Und jetzt haben wir noch 40.000. Davon können wir was noch machen? Jetzt muss ich wieder mal gucken. Kreischende Fans. Damit du öfter Zaubersprüche einsetzen kannst. Nee, das wird nichts bringen. Randalierende Fans, die die Gegner angreifen. Nee. Was haben wir schon gemacht? Lottweiser Babes. Können wir uns nicht leisten. Schlechte Angewohnten können wir nicht leisten. Den Koch können wir uns nicht leisten. Wir können auch zwei Spieler vom Gegner im Auge behalten. Da wir spielen... oh, wir spielen gar nicht gegen die Vampire. Wir spielen anscheinend gegen Chaos-Zwerge. Das könnte ein richtig fieses Match für uns werden, weil die sind echt fies. Den gucken wir doch mal. Den behalten wir im Auge. Und den behalten wir im Auge. So, haben wir alle unser Geld ausgegeben. Und... Zarnarut Ziggurats, die Chaos-Zwerge. So. Wir haben automatisch einen Söldner bekommen, damit wir 11 Spieler haben. Den Parfagor. Und ich denke mal, den werden wir an die vorderste Front schicken. Der kann nämlich ruhig umgeknüppelt werden. So. Plus ein Agility für den Brühschläger. Und bei uns hat Backfisch die plus 1 Agilität gekriegt durch den Trank. Und Umbreon und Engai haben leider keine Punkte erhalten durch ihre Tränke. Schade, schade. Das heißt, dieses Spiel wird um einiges schwieriger, weil wir haben nicht mehr so viele starke Leute auf dem Spielfeld. Und die Chaos-Zwerge, das werdet ihr gleich sehen, die sind schon fies. Die sind langsam, aber hart. Max Monster müsste auch jetzt als Zwerg eigentlich aufblühen. Er hat sich ja nur verkleidet als Tiermensch. Schönes orkiges Stadion. Wir erwarten heute eine fantastische Show. Deswegen hoffe ich, dass Sie es sich schon bequem gemacht haben, liebe Zuschauer. Jawohl, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Die Aussicht von hier oben ist ja großartig. Zwischen diesen beiden Teams liegen heute Welten. Keine Frage. Die Fans scheinen sich darum nicht zu kümmern. Im Gegenteil, sie freuen sich auf das Match. Gut, wenn die Kommentatoren ausgeredet haben, dann... ich jetzt hier weiter meine Spieler verteilen. So, wie gesagt, ansonsten Söldner, der kann eh keine Star, also kann Starspielerpunkte sammeln, aber der wird uns nach dem Spiel wieder verlassen. Für den können wir auch keine
Trainingswürfe einsetzen, weil er ein Einzelgänger ist. Der kann ruhig umgeschlagen werden, das ist mir völlig egal. So, und Engai und Umbre natürlich in vorderster Front. Backfisch mit unserer Agilität, Ballträger hinten. Und die Spieler sind bereit. Starten das Spiel doch mal. Hoher Anstoß, der Ball wird besonders weit gekickt. So. Jetzt können sie anfangen, nach vorne zu spielen. Die sind nicht besonders gut gepanzert. Die könnten wir halt sogar umhauen. Ihr seht hier, die sind genauso gut gepanzert wie unsere Chaoskrieger. Die auch. Und die haben sogar Stärke 4 und sind ziemlich fix unterwegs. Eigentlich haben die fast dasselbe Profil wie unsere Chaoskrieger. Nur, dass sie wusstest du, dass die Hobgoblins weniger Agilität haben. Wie haben sie das gemacht? So klein. Dafür haben sie Sprinten und Sprintsicher. Das heißt, sie dürfen ein Feld mehr sprinten und die Würfel wiederholen. In letzter Minute zu den Chaoszwergen übergelaufen und haben sich gegen ihre Brüder gestellt. Ich wusste doch, dass man diesen Hobgoblins nicht trauen kann, Jim. Schau sie dir doch an. Ja, aber Oger sind auch nicht viel besser. Was? Wiederholungswürfel mit dem Rasen. So, hier, Engai und dann aufstehen. Wir sind schon ziemlich weit vorne, den Max, oh Gott, den lasse ich mal liegen, weil wenn der jetzt aufsteht, in der nächsten Runde wird er aus dem Feld gekickt. Das ist nicht so der Plan. Nicht so der beste Plan zumindest. So, wie kriegen wir jetzt, wie kommen wir jetzt gut an den Ballträger ran? Wir stellen jetzt mal hier den Koali hin. Und Reg tackelt mal mit nur einem. Zu, komm. Ah, nee, nach deinem. Ich. Hier auch nicht. Hier, der kann sich noch darstellen. Damit haben wir den ein bisschen wegge. Also, der unterstützt seine Kollegen nicht mehr. So, und jetzt kann der Reg, glaube ich, mit einem Doppelblock hier einmal den Chaoszwerg umnieten. Wiederholen das mal, weil wir wollen den zu Boden schlagen. Zack. Hui, der Spieler ist ganz schön stark. Glaubst du, dass Trollblut in seinen Adern fließt? Vielleicht. War wohl keine so gute Idee vom Gegenspieler, über seine Familie herzuziehen. Die Fresse. Hätte auch klappen können. Auf dem Spielfeld? Hätte auch klappen können. Ja, Jim, ich sehe sie. Hier hat ja Agilität 4. Hoffentlich stellen sie sich nicht gegen ihr eigenes Team. Jetzt Jackson ist K.O. Für alle das Beste. Aber K.O. ist okay. Dafür setzen wir keinen Sanitäter ein. Wenn er wieder zu sich kommt, sieht er doppelt. Bei K.O. gibt es immer noch die Möglichkeit, dass er in diesem Spiel nochmal zurückkehrt. Das war eine Abreibung, wie sie im Buche steht. Ja, wir sind schon arg in der Defensive jetzt hier. Schon im zweiten Zug. Was passiert, wenn ein Amateur auf einen Profi trifft? Oh ja! Die Zwerge haben natürlich Blocken und Tackle. Das heißt, sie ignorieren Ausweichen beim Gegner. Aber wir haben ja noch keine Spieler mit. Was für ein Geschick! Was für ein Stil! Was für eine Vollkommenheit! Was für ein Hammerschlag! Uns hat lediglich der zu blocken. Das ist der einzige, der eine relevante Fähigkeit hat. Und die Tiermenschen haben alle Hörner, natürlich. So. Nach oben mit dir. So, Max Monster, komm. Du musst es jetzt reißen. Sehr gut, schon mal ausgewichen. Sehr schön. Was für ein Kampf. Jetzt mal so schön den Ball frei gemacht. Oh, Mutanten, Beine am Rücken, ein fünftes Auge und andere seltsame Organe. Vor jetzt müssen wir ein bisschen hier versuchen, ihm den Ball zu sichern. Ein Ball aus, dass ein Schwarzorg der Gouched-Eye ihn einfach abgerissen hat. Ja, zwei Touchdowns in einem Spielzug kommen selten vor. Den Zwerg können wir nochmal hauen. Wer ist denn das hier? Plastiklöffel, komm, hau ihn K.O.
Nee. Ja, einmal ordentlich durchgeschüttelt werden, dann sieht man danach gleich so, wieder viel klarer. Mischka ziehen wir zurück und der nächste Runde eingreifen kann hier. Und dann war es das auch schon wieder mit uns. Jetzt müssen wir hoffen, dass der Max hier gut standhält. Hier wird einiges noch ankommen jetzt. Das erinnert mich daran, wie ich Griff im 91er Finale gegen Heikland auseinandergenommen habe. Oh ja, du hast ihm die Kniescheibe zertrümmert. Max ungesmashed. Seine Muskeln sprechen. Oh ja, für seinen Gegner war das. Schön den Ball zu unseren Leuten. Die beiden hatten wohl eine kleine Meinungsverschiedenheit, nicht wahr, Bob? Ja, Jim, hatte wohl mit dem Austausch von Körperteilen zu tun. Backfisch, jawohl. Sehr gut. Läuft. So, hier, Ingai. Auf ihn. Bumm! Mitten ins Gesicht und danach noch einen Aufwärtshaken hinterher. Das macht Freude. Sehr gut, der Ball ist jetzt frei. Autsch! Das kann nicht gesund frei gewesen sein. Backfisch. Mitten ins Gesicht. Er hat den Ball wieder. Schau mal, ein paar scharfe Elfenschönheiten verkaufen Big Moods auf der Tribüne. Hey, ich hol mir auch einen. Bin in 5 Minuten wieder da. Ja, der bleibt mal hier bei dem Zwerg. Gar nicht. Aber der Zwerg kommt nicht zu Backfisch dran, das ist ganz gut. So. Hier, der muss wieder nach vorne. Der Mischka, erst nach hinten gelaufen, jetzt muss er wieder nach vorne. Max Monster lässt sich wieder liegen, das ist mir zu risky. Ja, sehr gut, auch den Zwerg hauen wir um. Der braucht jetzt wohl einen Sanitäter. Ja, und zwar so, einen sehr guten. Ende. Sieht ganz gut aus. Sind ja eigentlich in der Verteidigung. Die Zwerge sind nicht sonderlich schnell, das ist halt unser Vorteil. Wir haben einen Bildgängigkeit von 6 und der Gegner von 4. Und nur diese ganz schnellen hier von 6. Und ich glaube, die Goblins von denen hier, die Hobgoblins, haben auch 6. Oh, der hat ihm das Gehirn zum Arsch geschossen. Dann glaubst du also, schön, dass der so etwas zwischen den Ohren hatte? So, wie macht man das jetzt am besten? Erstmal steht hier der Plastiklöffel wieder auf. Und hier wird einmal draufgehauen. Wenn der Typ die Fäuste schwingt, den Gegner mal eine Trage bringt. Mit Wiederholungswurf. Jetzt müssen wir aufpassen, weil der Wiederholungswurf in dieser Runde weg ist. Das Eingreifen der Zauberer noch nicht eingeschränkt. Wer kann schon den berühmt-berüchtigten Sumpfvorfall von 2472 vergessen, als gewaltige, unkontrollierte Zauberer das ganze Stadion der Bright Crusaders im Morast versinken ließen? Niemand kann das vergessen. Das war ein Glanzpunkt der Blood Bowl-Geschichte. So. Jetzt schlagen wir ganz gut um uns. Ob es schmeckt oder nicht, gegessen wird hier, was auf die Visage kommt. So, der Koali mal nach vorne. So, und Backfisch macht jetzt mal einen Blitz gegen den Hauptgoblin hier. Schiebt den zur Seite. Nicht nachrücken, damit du frei bist. So, dann weiterlaufen. Jetzt werden wir kann uns zwar hinterherlaufen, aber es ist halt risky. So, Max muss liegen bleiben, sonst wird er aus dem Feld gekommen. So, der einzige, der uns als irgendwie gefährlich werden kann, ist dieser Hobgoblin. Dud Fluchaxt. Ansonsten holt sich Backfisch in der nächsten Runde den Touchdown. Und er blockt uns mit einem. Komm, Backfisch, hast du. Ja, sehr gut. Backfisch hat das überlebt. Den Ball noch in der Hand, da kommt der Zwerg. Setzt uns unter Druck. Oh, sehr gut. Sieht so aus, als ob ihm das gegen den Brustkorb den Rest gegeben hat. Tja, Koali hat jemanden totgeschlagen. Das Herz eines richtigen Blood Bowl-Spielers. Wusstest du, dass die Chaos-Zwerge vorhaben, mit ein paar neuen Sklaven vom Spielfeld zu läuft? Gehen? Wirklich, Jim? Läuft? Können die denn nie genug kriegen? Nein, Bob. Max kann nicht wieder aufstehen. Der Sklavenverschleiß bei Blood Bowl-Matches ist nun mal sehr hoch. Tja,
Ich hätte auch gerne ein paar Sklaven, Jim. Manchmal fühle ich mich Fälle so. Na, Quali dann hör sofort auf rum. Damit, Bob. Du klingst wie ein vereinsamter Cheerleader. Widmen wir uns lieber blutigeren So, mehr Ausfälle beim Gegner. Also eins kann ich ganz sicher sagen. Das tut weh. Der wird wohl nicht mehr so schnell zurückkommen. Mehr Ausfälle beim Gegner. So, Plastiklöffel, komm. Hau den Hobgoblin vom Feld. Nicht wirklich. Ja, dieser rechte Haken war eines Orks. Das kann man wohl sagen. Ihr braucht bestimmt lange, bis er sich davon erholt. Mischka geht mal nach oben. Du kümmerst dich hier mal um den Kollegen Centaur. So, und Bugfish macht dasselbe, was die letzte Runde gemacht hat. Blitz gegen den Hobgoblin. Zack. Nein. Und da hier wieder nichts großartig gefährlich wird, versuche ich das Ganze mit dem Touch noch mal eine Runde hinaus zu zögern. Weil je mehr Runden wir verplempern in dem Sinne, desto weniger Runden hat der Gegner, um noch Touchdowns im Ausgleich zu machen. Diesmal macht er keinen Blitz hier. Der Zwerg ist ausgewichen. Mit Ability 2. Hin und wieder tauchen Blood Bowl völlig zusammengewürfelte Mannschaften auf. Wie zum Beispiel die Motley Horde, ein Haufen von Versagern. Das stimmt. Das sind jetzt Verzweiflungstaten. So, kommen hier. Schön nach vorne. So, du pusht jetzt mal bitte den. Push ihn dahin, dann kann Bugfish den Goblin aus dem Feld pushen. Los, mach den Feigling alle! Nur die Ruhe, Jim. Denk an dein schwaches Herz. Der wird jetzt von den Fans verprügelt. Leider nicht K.O. oder sonst irgendwie was. So, Mischka sichert ab. Ein Go for it für den Engai. Komm, das schaffst du, Engai. Sehr gut. Der Umbran kümmert sich um den hier. Zack. Da teilt aber jemand kräftig aus. So, jetzt haben wir nur noch Einser-Blocks. Lass die Glyphe kommen. Sehr gut. Den in einem körperbetonten Spiel wie diesem ist dieser Spieler hier genau richtig. Ja, hier geht es ganz schön hässlich zur Sache. Einzelgänger kann sich hier mal zur Verteidigung hinten. Die Verteidigung sieht solide aus, meinte ich. Ich denke, in dieser Halbzeit haben wir gut dominiert. Muss man hoffen, dass hier der Match nächste Mal wiederkommt. Hast du jemals im großen Schädelland? Nein, Jim. Das ist doch nur Ödland. Da geht niemand hin. Nicht mal die Chaoszwerge. Nun ja, ich habe gehört, dass ein paar Orks neulich dort waren. Und? Sind sie schon wieder zurück? Da hat er versucht, aus unserer Tackle-Zone rauszulaufen. Nicht geschafft, mein Lieber. So. Wir haben noch einen Wiederholungswurf. Können wir den Zwerg nochmal hauen? Zu Boden mit dir. Aua, das hat wehgetan. Da hat jemand aber richtig schlechte Laune gehabt. Zack. Da lässt scheinbar jemand gerne die Fäuste sprechen. So. Und schafft es damit auch noch, sich Gehör zu verschaffen. Ein Blitz gegen den. Schieben den mal ein bisschen zurück. Den können wir Wiederholungswurf vergessen. Der ist jetzt zu Boden. Schade, schade. So, letzter Zug für unseren Gegner. An unserem Ballträger wird er nicht mehr reinkommen. Einmal noch einen Block. Autsch, da hat er ihm alle Zähne eingeschlagen. Ja, Jim, das ist kein appetitlicher Anblick. Erst völlig regungslos und dann, zack, mitten ins Gesicht. Hey Bob, weißt du, wer es kurfristig wieder ist?
Nein, keine. So, gehen wir Risiko oder gehen wir kein Risiko? Er ist einer der besten Spieler des Hauptproblems. Ich mal. Allerdings verpasst er immer wieder ganze Spiele, weil er Probleme damit hat, sich die Schnürsenkel zu binden. Das ist ja wirklich. Sollte auch immer versuchen, aber auch die immer wieder, Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit Starspielerpunkten vom MVP aufsteigt. Genau deswegen sind sie bei den Blood Bowl-Fans so beliebt. Risiko. Ich gehe Risiko und schmeiß den Ball zum Mischka. Also ich krieg Buffish wieder einen Starspielerpunkt, wenn er ihn dann fängt. Wir haben noch zwei Wiederholungswürfe. Das müsste eigentlich klappen. Komm. Technisch gesehen. Sehr gut. Perfekter Pass. Und dann kann der Mischka nämlich den Touchdown machen. So etwas bekommt man selten zu sehen. Touchdown! Ich bin mir sicher, dass einige Spieler froh darüber sind, in die Halbzeitpause gehen zu können. Ja, ich bin mir sicher, dass sie sich auf den Operationstischen sehr wohlfühlen werden. Ja, leider bleibt der Ratch liegen. Schade, schade. Das heißt, wir sind in der Halbzeit jetzt hier in Unterzahl. So, hier Backfisch. Du musst jetzt den Ball hier hinten aufheben müssen gleich. So, wo ist unser Einzelgänger? Den stellen wir mal noch da. So, Max Münster nach außen. Am besten aber nach die Seite, weil hier ist weniger, hier sind weniger Zwerge am Start. So. Weniger Zwerge bedeutet weniger Widerstand, durch den wir durchbrechen müssen. So. Hey Bob, erinnerst du dich noch an die Zeiten, als die Chaos-Zwerge Trolle in ihren Teams hatten? Natürlich, Jim. Ach, damals war die Welt noch in Ordnung. Warum haben sie jetzt eigentlich keine Trolle mehr? Das ist eine nette Geschichte. Die Scarface-Scavengers haben oft Dynamit und Fässer voller Schwarzpulver an ihrem Troll befestigt. Dann haben sie ihn in die gegnerische Hälfte geschickt, wo er sich zur Freude der Fans in die Luft gesprengt hat. Die Fans waren mit den Überresten des Trolls besudelt und das hat beim Gegner großen Ekel hervorgerufen. Seit diese Taktik allerdings verboten ist, haben die Chaos-Zwerge keinen einzigen Troll mehr aufgestellt. Ja, ich erinnere mich noch an diesen Trick. Mal sehen, wie viel Blutvergießen sie ohne die Explosion eines Trolls anrichten können. Vergiss nicht, dass sie immer noch Stierzentauren und Minotauren haben. Ich bin mir sicher, wir werden Zeuge eines Blutbads, wie immer. Inga hat den Ball. Und ich versuche den jetzt hier mal durchzukriegen zum Touchdown, weil wenn ein Chaoskrieger mal den Ball hat, Chaoskrieger kriegen relativ selten Starspielerpunkte. Dann versuche ich das doch mal durchzudrücken. So, Backfisch, nach vorne mit dir. Und hier machen wir noch einen Einserblock mit unserem Einzelgänger. Ja, das war eine gute Linke, und zwar mitten auf die Nase. Du hast es erfasst, Jim. Die Nase ist gebrochen. Noch sieht es ja ziemlich gut aus für uns hier. Jetzt kommt der Stierzentauri hier rüber. Nicht so schön. Ach ja, Bob. Ich habe gehört, du hast deine diesjährigen Bonuszahlungen ausgehandelt, ohne mir etwas davon zu sagen. Nimm die Axt runter, Jim. Ich kann das alles erklären. Nimm sofort die Axt runter. Autsch. Voll auf die Knolle. Ab jetzt wird er bestimmt Probleme beim Schnauzen haben. Der arme Mischka. Das ist bestimmt die Rache für den Touchdown. Jetzt sieht das so gar nicht mehr so gut aus hier. Unsere Stellung hier. So, wie macht man das jetzt am geschicktesten? Hier mal ein Einserblock, hier mal ein Zweierblock, allerdings mit dem Ballträger. Ich bin dafür, dass der Plastiklöffel jetzt hier mal einen Blitz gegen den Stierzentauri macht. Ja, sehr gut. Das war genau das, was ich brauchte. Glaubst du, dass er sich nach dem Schlag wieder aufrappeln kann, Jim? Oh ja, er ist nicht der Typ, der aufgibt und liegen bleibt. Und der Ballträger wird da. Aufstehen.
Spiel. Aufstehen. So, hier gehen wir nochmal gegen den Stierzentauren vor. Korruption hat sich so sehr ausgebreitet, dass die Schiedsrichtergilde durch Regeln festgelegt hat, wo, wann und wie bestochen werden darf. Letzte Saison wurde ein Abkommen unterzeichnet, das den Clubs untersagt, eine Bestechung unter dem marktüblichen Preis anzubieten. So, damit der hier ja nicht aufsteht. So, sieht doch ganz gut aus. Wir haben ein bisschen Meter gewonnen. So, der Umbreon könnte jetzt... Da kommt der schlägt den Zwerg hier. Hau ihn zu frei. Ein perfekter Tritt mitten ins Gesicht. Das schauen wir uns nochmal in Zeitlupe an. Ja, Koali macht hier besser nichts. Da läuft der Goblin nach hinten. Eine mögliche Touchdown-Position, aber dafür muss er erstmal den Ball kriegen. Da kommt der Blitz. Jede Wette, dass das wehgetan hat. Zum Glück hat seine riesige Nase den Schlag etwas abgefasst. So, Plastiklöffel ist zerbombt. Jetzt nur noch frei. Nur angeschlagen, was soll denn? Er hat ihn das Gehirn zu matschen. Jetzt muss auch angeschlagen. Dann glaubst du also, dass der so etwas zwischen den Ohren hatte? Jetzt kriegen wir es aber nicht hier auf die Fresse. Nicht schön. Und es ist auch hier durch den ganzen angeschlagenen Weg schlechter zu manövrieren. Jetzt stehst du wieder auf hier. So. Nochmal das jetzt am geschicktesten. Kannst du rauslaufen? Ja. Das mal. Der Trainer eines Chaos-Teams lebt normalerweise nicht sehr lange. Wenn sie zur Feier eines Teams sein Hirn aufessen würden, wäre das sicher anders. Stimmt. Und ihn bei einer Niederlage nicht vierteilen würden. So. Du gehst dann noch da. Und du gehst... wo stellen wir dich hin? Wir stehen dich noch hier. Du stehst... hier. Ja, irgendwo, wir haben schlechte Blocks. Weg von den Gegnern. So, dann können wir hier noch einen Einerblock machen, der ist natürlich egal. So. Wir haben wieder Meter gewonnen. Den Goblin versucht uns zu umlaufen. Der zweite auch. Aber in der nächsten Runde müssten wir eigentlich ja, mit einem Go for it kommen wir in die Touchdown-Zone mit dem Eingang. Der hält jetzt ein Schwätzchen mit dem Rasen. Wir haben einen Wiederholungswurf noch. Aber ich habe schon zu oft die Doppel 1 gewürfelt. Ich weiß nicht. Der wird wohl nicht mehr so schnell zurückkommen. Aber ich glaube, ich werde es trotzdem versuchen. Würde ihm nicht so das Blut aus der Nase und dem Mund herausströmen, könnte man meinen, dass er gerade eine Pause eingelegt hat. In letzter Zeit hört man kaum noch etwas von den Heroes of Law. Stimmt. Für die Zuschauer, die es nicht wissen, die Heroes of Law wollen allen zeigen, dass es möglich ist, ein Spiel mit ehrlichen Mitteln zu gewinnen. Wahrscheinlich ist es gut so, dass wir nichts von ihnen hören. Dann hau ihm eins aufs Maul, den Goblin. Leider nur so. So. Ich riskiere es jetzt, keinen Touchdown zu machen. Es sieht nicht gut aus für die Verteidigung. Ich versuche hier abzusichern. Wie holst du meinen Stierzentauren? Der soll sich ja erstmal aus der Tackle-Zone rauslaufen müssen. So, ich bin gespannt, ob der Gegner das noch kontern kann hier. Kommen die Zwerge schon nach hinten gelaufen. Hochgoblin. Ja, nur ein Schiebeerfolg gegen Loridas. Hier hinten ist nichts noch.
ist. Aus der Tackle-Zone raus. Platz. K.O. Max Monster ist K.O. gegangen. Auch hier müssen wir keinen Sammeln. K.O. ist nicht so schlimm. Keine Sorge, da wird es sicher auch bald bleiben. Erinnerst du dich noch an Rudolf Eisenhaupt? Na klar, er war der Teamkapitän der Chaos Monster. Mit seiner schweren Rüstung und den scharfen Metallklauen. Bei einem stürmischen Spiel gegen die Valkyries war er ein exzellenter Blitzableiter. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Ziehen den nach hier. Das ist ein Einser-Block. Den nach hier mit einem Go for it. Schwein gehabt. Den nach da, vor den Zentauren. So, der müsste jetzt einen Zweierblock haben. Schieb ihn vor dir her. Sehr gut. So, und der Chaoskrieger tackelt den jetzt auch an den Rand. Erholungswurf. Nachsetzen. Das war eine gute Linke und zwar mitten auf die Nase. Du hast es erfasst, Jim. Die Nase ist so, gebrochen. Mischka lässt mal hier seinen Kollegen da alleine. Da kann nämlich jetzt der Kuali hinlaufen im Golfwald. Sehr schön. Ja, zu, du bist hier hinten ein bisschen alleine, aber du schaffst das schon gegen die vier Leute hier. Und ein Ende. Schauen wir mal. Autsch! Das kann nicht gesund gewesen sein. Mitten im Gesicht. Was? Ach, das sagen sie oft. Aber das ist die Glöffel. Du hast eine sehr schöne Verteidigung hier niedergeschlagen. So, den Hauptgoblin, den hauen wir jetzt erstmal aus dem Feld. Der stört nämlich. Ausgeführt. Ich würde sagen, dass er es nicht mal ist. So. Sonst stehen wir ganz gut da. Einzelgänger können wieder zurücklaufen. Und Plastiklüffel hier einmal tackeln kann. Chaoskrieger. Blitz. Sehr schön. Zack. Glaubst du, dass er sich nach einem Schlag wieder aufrappeln kann, Jim? Oh ja, Mischka, er ist nicht der Typ, der aufgibt und liegen bleibt. Fisch zum Absichern nach hinten. So. Und ein Ende. Noch haben wir genug Zeit. Wir werden den zweiten Touchdown, glaube ich, machen. Wir stehen defensiv gut. Der Engel hat den Ball da hinten sicher. Seine Kollegen verteidigen ihn. Sehr gut. Und nach dieser Aktion so schnell nicht mehr aufwachen. Wieder einer weniger beim Gegner. So. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Hier einmal nach da. Machen wir einen Doppelblock gegen den Zentauren. Zack. Ja, einmal ordentlich durchgeschüttelt werden, dann sieht man danach gleich wieder viel klarer. In dem Blood Bowl der Zwerg muss auch jetzt einmal einen draufkriegen. Bei den steigenden Kosten für Doping und Bestechung wird es auch so weitergehen. Wie brutal. Ja, das ist das fürs Auge, Bob. Das sieht alles gut aus. Und ein Ende. Nächste Runde kommt dann der Touchdown. Haben wir unsere ganzen Wiederholungswürfel dann gar nicht so ausgenutzt. Da kommen sie jetzt alle von hinten an. Lassen ihn zu hier ganz allein stehen. Na, kommt da noch was? Ist irgendwo noch jemand? Na?
unser Spiel und Touchdown. Genau das wollen wir sehen. Touchdown. Dieser Touchdown könnte für Sie alles klar. Das ist zwar noch ein Punkt auf der Anzeigetafel, aber das Spiel ist noch lange nicht aus. Hast du noch andere Spielweisheiten auf Lager? Jo, sehr schön. Unsere beiden Spieler bleiben leider K.O. Ja. Aber da der Gegner jetzt nur noch einen einzigen Zug hat, ist es wahrscheinlich eh egal. So. Wir postieren jetzt alle Spieler hier schön weit hinten. Das ist jetzt alles eh egal. Wir haben das Spiel gewonnen. Kennst du die Evil Kids? Das Team besteht aus wirklich bösen Spielern. Ihre Anhänger haben den Preis von den bösesten Fans bekommen. Völlig verdient, muss ich hinzufügen. Der Ball ist im Spiel. Das ist dazu. Ja, wir dürfen sogar das Spiel mit einer Bonusrunde anfangen. Die brauchen wir aber nicht. Gut gemacht. In einer Runde wirst du keinen Touchdown mehr machen. Wir können uns zurücklegen und gucken, wie der Gegner hier vorne läuft mit dem Ball. Das Einzige, was wir jetzt hoffen müssen, ist, dass da vorne unsere beiden Chaoskrieger der hat ihn wohl schlafen geschickt. Verletzt werden. Der, aua, das ist egal, da hat jemand aber richtig schlechte Laune gehabt. Ein Ersatzspieler. In der nächsten Runde haben wir Bini wieder mit dabei. Mitten ins Gesicht und danach noch einen Aufwärtshaken hinterher. Das macht Freude. Sie haben ihre Gegner vom Matchen gefehlt. Arme Kerle, die brauchen bestimmt einige Zeit, bis sie sich von diesem Spiel erholen. So. Ja, aus mentaler Sicht ist diese Blamage hart für das ganze Team. Bob? Also gut, sie sind größer und kräftiger als die Gegner, aber was hat ihnen das gebracht? Nichts. Ob sie daraus ihre Lehre ziehen werden? Das setzt die Existenz von Gehirnzellen voraus. Wenn man sich die Statistik anschaut, ist das Team überragend. In der Offensive fehlt es ihnen aber immer noch an Geschick. Nicht wahr, Jim? Das stimmt, Bob. Und falls es der Trainer lebend aus dem Stadion schafft, sollte er seinen Spielern eintrichtern, dass man mit Querpässen keinen Blumentopf gewinnt. Der Ball muss nach vorne. Sie haben frühzeitig verteidigt und so den Gegner in seiner eigenen Hälfte festgehalten. Manche Spieler hatten wohl eine spezielle Vorbereitung auf dieses Spiel. Oh ja, da haben wohl einige sehr interessante Mittelchen die Runde gemacht. Das nenne ich Zurückhaltung. Genau, die Spieler haben den Schiedsrichter nicht belästigt und dafür hat er sie in Ruhe gelassen. Habt ihr jetzt mal endlich genug geredet? Gut. Wen haben wir denn als MVP? Der Max Monster. Ja. Der hat aber, glaube ich, noch keinen Punkt weit. Das heißt, er wird auch nicht aufsteigen. Jetzt können wir entscheiden, ob wir den kaufen wollen. Wir wollen ihn nicht kaufen. Typen wollen wir nicht haben. So, leider kein Aufstieg diesmal. Wir haben 40.000 an Kohle gekriegt. Das heißt, wir können uns endlich einen Sanitäter kaufen. So, der ist nämlich wichtig. Damit steigt unser Teamwert weiter an. Und hier, Bini ist wieder mit dabei beim nächsten Mal. Leider Agility minus 1. Tja, Bini, wie gesagt, mit dem Ball aufheben, das wird nichts mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Blood Bowl. Tschüss. Now.